machen. Locker, nicht eng. Nette kleine Klinge. Auf geht's. Ja. Vielleicht versuchen wir es diesmal mit Molotov-Cocktail, welche Leute niederzubringen. Ich muss hier raus. Ja, ich bin ja schon dabei. Schaut mal alle zusammen. Fahrer, alles gut. Gut. Steine. Fast. Aber wir sollen mal vielleicht doch noch mal zurückgehen. Es hat funktioniert. So, damit kann ich hochklettern. Auf geht's. Jawohl. Это еще что? Какое-то движение. Эй! Крыся! Вот это место просто помойка! Ich komme, Schwestern. Jawohl. Wird zwar knapp. Farah! Hierher! Schwestern, du bist raus! Ich wusste es. Danke, Schwester. Farah, komm! Die Waffen, hier! Danke, Adir. Barkov hat uns fast umgebracht. Ja, Asede. Töten wir ihn. Oh, die Wachen sind zurück. Schnell, wir überraschen sie. Wie? Zielt und schießt, bis sie tot sind, wie besprochen. Gut gemacht, Schwestern. Barkov hat die anderen gesperrt. Ganz schnell, bevor alle tot sind. Haben wir nicht offensichtlich. Das ist sehr scheiße. Sehr scheiße. Aus dem Lagerhaus, bevor es zu spät ist. Mir nach, Schwestern! Da! Oben, auf dem Turm! Ein Scharfschütze! Wir beschützen das Lagerhaus! Die Gefangenen sind dort! Wir müssen dort hin! Los! Ziele
nach. Ich sehe sie! Genau, okay, Rüben bei der Barriere! Der Scharfschütze hält uns auf! Aber denn jetzt? Soldat bei dem kaputten Auto! Wende! Ich sehe sie nicht! Bei der Barriere! Jetzt! Bewegung! Da! Beim Eingang! Und jetzt? Mann! Ich brauche Deckung! Südwesten! Passt auf die Scharfschützen auf! Mach mich kurz weiter. Zum Lagerhaus! Na los! Steg! Ich sehe! Scharfschütze erledigt! Sauber! Hatten wir ja nicht einen Erfolg oder sowas? Wartet mal, Leute, das muss ich euch nochmal zeigen. Letzter Kontrollpunkt, bitte. Scharfschütze erledigt! Sauber! Ja, den jetzt natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Und zwar gibt's einen Erfolg, dass ihr das mal kurz hier bekommt. Normalerweise bekommt man dann natürlich den Erfolg. Ruhe jetzt!
Wenn man hier jetzt hindurchschießt oder Dings in trifft, weil hier steht, wenn man jetzt mal kurz den Erfolgbogen, falls es jemand machen will, lassen Sie sich nicht vom Scharfschützen treffen, wenn Sie aus dem Gefangenenschaft fliehen. Knapp entkommen. Okay, das würde es eher dann gewesen sein. Okay, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, was ihr machen könnt. Also ihr lasst euch bitte nicht treffen vom Dings. Er hat mich ja getroffen. So. Was denkt ihr? Lass ihn da raus! Nicht schießen! Wer ist Commander Karim? Ich bin Karim. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price, wo sind die anderen? Da drin, geradeaus durch. Dicht folgen. Gehen wir, Jungs. Jesus. Hadir! Hadir! Die Gasfabrik. Er verbrennt die Beweise. Und die Gefangenen! Zurück, wir brechen durch. Los! Alles gesichert. Holen wir sie da raus. Klappt nicht! Ist verschlossen! Auf! Ja! Sister! Schwester! Hadir, alles okay? Sie sind da. Ja. Geschafft. Dank dir. Jo. Durchatmen. Sucht Überlebende und Vorräte. Wir gehen. Nach Norden. Nicht auf den Highway. Bravo 6 an Kobalt 4. Zeitfenster bestätigen. 10 Minuten. Roger. Orbit halten. Beeilt euch. Selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen. Ja, Lotte Serna. Ja, Vater. Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird. Er wird es büßen. Soll er kommen? Wir haben die Straße nach Norden geräumt. Dort seid ihr erstmal sicher. Danke. Die Revolution beginnt jetzt, Schwester. Der Krieg beginnt jetzt, Bruder. Selbst im Krieg gibt's Moral. Nicht vergessen. Bravo 6, Abflug in 2. Jahre Bürgerkrieg. Bürger spielen ja keine Rolle. Hadir ist trainiert. Verbündet, entführt, spielt keine Rolle. Er brachte das Gas nach Russland. Er tat es mit Al-Qatalas Hilfe. Er hat das Netzwerk und die Leute. Tja, kann man es ihm übel nehmen, hä? Inoffiziell nicht. Aber hier geht's um mehr als Hadir. Wir haben zwei Optionen. Was, wir waren in Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin. Eine Menge Unschuldiger werden sterben. Durch einen Freund des Westens. Okay, kommen wir zur Sache. Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise. Inoffiziell? Total. Wer ist Ihr Team? Ein paar alte Freunde. Unser Sergeant? Ist bereit. Ich bringe Sie rein, dann sind Sie auf sich gestellt. Nur Waffen der Gasnation. Ich mach das schon. Ja, ja. Eine tolle Aussicht, Nikolai. Warte mal, Hauptstadt vor Moskau. Die gute alte Zeit. Hm. Da sind zwei an der Tür. Mehr Al-Qatala im Innern. Fahrzeug dort. Beobachten. Guter Ort. Parkt nur, Wichser. Der schlechter, gelbes Shirt. Das Schwein aus der Botschaft. Kein Gas. Kein Hadir. Freier Schuss. Verlockend. Noch nicht. Der schlechter führt uns zu Hadir. Oder der Gasangriff geht los. Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch. Ausrüsten. Wird fies. Die Uhr tickt. Hier lang. Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mir ging nicht so kurzer Zeit. Schalldämpfer. Munition. Keine Blendgranaten. Gute Arbeit, Nick. Ich nehme die schwarze. 40er Hohlspitz. 1,50 Grain. Wie du es magst.
Versteck sie vorerst. Treffpunkt am Lager. Okay. Bring das Paket. Auf den Weg, Captain. Die Freundin immer hier. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Privet. Privet. Dobre utro. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Ist auch okay. Einmal, was sag ich. Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen und dringen dann über die Hintertür ein. Roger. Auf mein Zeichen schießen, nicht vorher. Dame, da hohn! Ruhig bleiben, wir haben Befugnis. Sag's ihm, Kyle. Ja. Kyle, erledige sie, bevor sie die anderen alarmieren können. Cool bleiben, Garrett. Nikolai, Müll auf den Straßen. Die Rabe töten. Du fängst dann alles. Ja, moin. Aufpassen, so. Der Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Rache. Heute werden nicht wir leiden und sterben, sondern sie. Wir danken unserem neuen Soldaten. Sein starker neuer Soldat. Hadir. Unser Glück. Wenn der Wolf noch bestätigt. Lebt, wird er stolz Ziel auf hinter sein. Dem Tisch. Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine Wahrheit. Sie gehören dir, Garrett, nicht auf den Schlechter schießen. Doch, wir bekommen sie. Sie! Sicher! Alles gesichert! Ihm da! Er haut ab, bleibt dran! Dürfen wir nicht! Hinter der Bar! Rein da! Sperrstunde, Jungs! Lass ihn nicht mehr auf! Erledigt! Die Tür zur Straße ist offen! Der Schlechter ist auf der Flucht! Feuer einstellen! Verdammte Scheiße! Pass auf, wo du hinschießt! Nikolai, das Ziel bewegt sich in Richtung Norden! Bereit halten für Evakuierung! Bestätigt. Ich weiß, wo ihr seid. Woher? Die Schüsse. Wie sonst? Folge ihm, ich fange ihn von der anderen Seite ab! Roger! Dich kalt, du Hurensohn! Hörst du mich? Sie sterben deinetwegen. Sergeant? Mir geht's gut, Sir. Das Ziel bewegt sich. Flussufer. Der Schlechter überquert die Brücke, Sergeant. Kontakt, Fahrzeug, direkt voraus. Wir haben einen Raketenwerfer. Ausschalten! Hey, das ist genügend. Ruhe. Gesichert. Der Schlechter haut ab. Hinterher. Schneller. Er sitzt in der Falle. Auf die Falle. Nein, Auto. Da, gleich hinter dem Zaun. Nick, er geht ins Café, Flussufer, Süden. Wo steckst du? Komm, Captain. Auf Verstärkungen achten. Wo zur Hölle kommen die nur her? Molotow, Vorsicht! Er entkommt! Finde einen Weg da durch. Drei weniger. Weg zum Fluss. Wir haben ihn. Hirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? Wer seid ihr? Männer, schicken eure Köpfe heim zu euren Familien! Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl! Wir können! Ach, es gibt ein Problem! Was? Der Motor streikt ein wenig! Salim, streiken! Deckung, Kyle, beschieß sie! Ist schon passiert. Ah!
sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Und du, Sergeant? Hey, Scheiße, halte deinen Kopf an! Sir, der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Jawohl. Wir brechen ihn schon. Sergeant Garrick, das Paket ist hinten. Was ist das? Drück bitte. Bitte, lass uns gehen. Wir wissen nichts. Zum Verhandeln. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Mama, was passiert hier? Schon, bitte, lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Keine Angst, Mama. Du bist Mamas tapferer Junge. Wo gehen wir hin, Mama? Wir reden mit ein paar Männern. Und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ganz. Gut. Übergib sie jedem. Nicht! Nein, bitte! Musa! Hamon! Bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Kyle? Keins. Wer's Maul? Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Nimm den Revolver. Was werden Sie uns antun? Nein. Hey, nein. Nein. Hey. Sieh mich an. Stopp. Sie haben nichts damit zu tun. Sag das dem Jungen aus der Botschaft. Okay. Stopp, bitte. Bitte. Lass sie gehen. Sergeant. Captain. Lass sie gehen. Sie wissen doch nichts. Wir wollen Hadir und das Gas. Wo sind sie? Ihr könnt es nicht aufhalten. Es wird passieren. Nichts hier kann das ändern. Ja. Na los. Erschieß mich. Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also... Letzte Chance. Wo ist das Gas? Hey. Nein, lass ihn. Hör zu! Bitte! Hör mir zu! Karetka-Theater. Lügner! Nein, es stimmt! Lügner! Das Gas ist dort! Karetka-Theater! Ich schwöre es euch! Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant! Rette beschissene Russen! General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen! Russland und der Westen werden Krieg. Das Gas ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Mach ich. Nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Jo. Bindet mich los! Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Насчет их им защиты уже пути. Город может спать спокойно. Эй! Контрольпункт. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen, dann bricht gleich die Hölle.
Bombe los. 3 Sekunden? Das ist doch nicht Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen, passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sie waren Geiseln. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. So, und dann bin ich wieder. Dir, bevor er Barkov killt. Captain Price, deine Zigarette. Lichter aus. Suchtrupp. Adios, Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Adia, bevor ihr in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Bleibt dran. Und? Alles ruhig. Also hat Adia bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geh davon aus. Wenn nicht... Dann bald. In Barkovs Haus wird es vor Al-Katala wimmeln. Am besten nutzen wir die Dunkelheit. Jo. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Adi in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Es sind Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. So, Lampe aus. Gehen wir. Al-Katala voraus. Nicht schießen. Zu viele. Bleib in Deckung. Meide das Licht. Weiter. Bleib unsichtbar. Ganz ruhig. Also ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr die nächsten Erfolge machen könnt. Aber das wird jetzt nicht einfach werden. Bei mir sammeln, Sergeant. Wir müssen den Strom kappen. Benutzt den Sicherungskasten an der Wand. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus, das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. So. Okay, sie trennen sich. Ich glaube, hier machen wir mal ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.